So, hallo an euch alle da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt heute zu dieser kleinen exklusiven YouTube-Special-Folge von mir. Ich hoffe natürlich, jeder von euch, der hier zuguckt, kann das frühsommerliche Wetter genießen. Also wir haben ja jetzt schon fast die zweite Woche durchgehend Sonnenschein, mittlere 20 Grad plus Temperaturen. Es ist abends lange hell. Natürlich, Festivalsaison geht los, Konzertesaison geht los. Aber ich freue mich trotzdem über jeden, der zuguckt, weil ich einfach heute mal wieder ein Thema habe für euch. Ganz spontan jetzt aus der Lust und Laune heraus, das mir immer sehr viel Freude bereitet. Und ihr wisst ja, ich bin extrem großer Bud und Terence-Fan. Und dementsprechend gibt es ja auch jedes Jahr die Bud und Terence Wochen. Nur, ich habe mir jetzt einfach so gedacht, so jetzt ist Anfang Juni, jetzt wie gesagt, sitzt man draußen, auch mit Freunden beim Grillen, da hat man auch mal was zum Trinken und da bin ich so durch mein Zimmer, also nicht durch mein eigenes, sondern durch mein Gästezimmer, das ich jetzt auch schön eingerichtet habe, so geschlendert und habe da was gesehen und habe aber auch die Tage was zugeschickt oder was mir im Internet bestellt. Und das passt jetzt einfach perfekt drum. Reden einfach heute so ein bisschen über Bud und Terence, aber jetzt nicht um die Filme wegen, sondern weil es ein paar Sachen gibt, die habe ich jetzt bei mir zu Hause und die möchte ich einfach als großer Fan zeigen. Bevor das wir jetzt loslegen, alle Sachen, die ich heute zeige oder bespreche, sind weder gesponsert, noch bekomme ich irgendwelche Provisionen oder irgendwelche Rabatte oder so, sondern das habe ich alles zu 100% selbst bezahlt zum jeweiligen Preis auf den Webseiten. Also wie gesagt, ist hier nichts gesponsert, sondern so wie es halt ihr auch bestellen könnt, wenn ihr euch es denn ordern möchtet. Aber ich glaube, ich möchte es euch einfach zeigen und da, wie gesagt, Moritz jetzt die Tage kommt, weil wir ja zum Rammstein-Konzert fahren. Ich weiß, Rammstein aktuell groß in den Medien, ich möchte mich dazu jetzt auch gar nicht äußern, weil ich jemand bin, solange es jetzt keine 100.000-prozentigen irgendwelche Beweise gibt, beteilige ich mich an solchen Spekulationen nicht. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich bin mir sicher, das Konzert wird sicherlich, vielleicht jetzt gar nicht so, wie man es noch vor 14 Tagen sich darauf gefreut hat. Aber sofern das Konzert stattfindet, werden wir auf jeden Fall hinfahren. Und wie gesagt, zu allem anderen, wie gesagt, ich habe zwar eine Meinung, aber wie gesagt, ich versuche sachlich zu bleiben. Ich bitte auch euch, die Rammstein-Fans oder die Rammstein, ja, ich richte mich jetzt einfach nur an die Fans, einfach sachlich zu bleiben, bis es wirklich genauere Details gibt, bis jeder irgendwo mal auch, oder bis es gewisse auch von behördlicher Seite vielleicht das ein oder andere Statement gibt. Im Moment gibt es ja quasi nur von Bandseite Statements, von Frauen-Statements. Also, wie gesagt, ich weiß es gerade in aller Munde und es steht halt jetzt das Konzert an und ich kann es euch ja auch nicht verschweigen. Ihr werdet es sicherlich diejenigen, die mir auf Instagram folgen, auch in den Stories sehen, dass ich und Moritz da zu Werke sind und uns das angucken. Aber es, ich habe es einfach, ich habe das Thema jetzt mit euch abgehandelt und wie gesagt, ich freue mich, wenn Moritz jetzt dann in ein paar Tagen da ist. Darf er mal Bayern erleben. Er ist das erste Mal dann auch in München. Bin ich mal gespannt, was er zu unserer Landeshauptstadt sagt und was er natürlich auch zu meiner Stadt sagt, zur Oberpfalz. Ich denke mal, es wird ihm gefallen. Es ist ja landschaftlich ähnlich wie der Thüringer Wald. Also von dem her will er sich da, wird er bestimmt ein paar schöne Tage haben. Und natürlich nicht nur geografisch, sondern auch kulinarisch. Und damit möchte ich jetzt auch anfangen mit den kulinarischen Sachen, die ich euch heute vorstelle. Auch bevor das jetzt losgeht, an dieser Stelle, weil es um alkoholische Sachen geht. Alkohol bitte immer in Maßen genießen. Also jetzt nicht hier sich die Kante geben, sondern gewisse Sachen. Also gerade das, was ich euch heute vorstelle, sind edle Sachen. Das muss man genießen. Und genießen heißt nicht einen Liter davon wegpullern, auch wenn sie natürlich Bud und Terence in Filmen gerne literweise machen. Da guckt man sich gerne an, aber wie gesagt, das möchte ich noch voraus loswerden. Also, dass ich jetzt hier keinen animiere, hier groß zum Alkoholiker zu werden. Genau.
Wie ihr ja wisst, und ich habe es auch schon mal erzählt, war ich ja letztes Jahr mit Simon in Frankfurt beim KISS-Konzert. Und bei der Rückfahrt hatte Simon, der ja nicht nur ein guter Touristenführer ist, weil er sich in Deutschland gefühlt überall auskennt, sondern auch ein Whisky-Kenner, sind wir also kurz auf der Rückfahrt bei Rüdenau vorbei. Das ist im äußersten nordwestlichen Zipfel von Bayern, also noch in der Nähe von Aschaffenburg. Und wie gesagt, da gibt es in Rüdenau eine Destilliererei, die heißt St. Kilians. Die machen Whiskys, also exklusive Whiskys, beziehungsweise halt kleinere Abfüllungen. Sind aber, wenn ich mich recht erinnere, sogar im Moment schon Deutschlands größte Destillerei. Machen halt deutschen Whisky, aber mit schottischer Technik. Und das Coole ist bei St. Kilians, die haben nicht irgendwelche 0815 Fässer, sondern die kaufen halt weltweit alte Weinfässer ein, in denen die quasi ihren frisch gebrannten Whisky einlagern. Und dementsprechend ist halt jede Abfüllung bei denen geschmacklich komplett anders, oder ich will jetzt nicht sagen komplett anders, aber hat halt andere Nuancen als die Abfüllung davor. Und das finde ich natürlich sehr, sehr spannend, weil man einfach damit auch natürlich mit Geschmäcken experimentieren kann. Und bei der Führung haben die auch erwähnt, dass so ein Fass mal mehrere tausend Euro kosten kann. Und also man muss dazu sagen, in gewisser Weise der Chef von dieser Brennerei ist im positiven Sinne vielleicht leicht verrückt, weil er halt wirklich da keine Kosten und Mühen scheut. Aber er wird halt dafür belohnt, weil die Whiskys, die die verkaufen, halt wirklich einzigartig sind. Und da haben wir halt diese Führung mitgemacht. Da durfte man auch ein bisschen was probieren. Und die haben halt exklusiv, und es ist jetzt passend zum Thema heute, die Bud und Terence Sachen, was das betrifft. Also das ist auch alles lizenziert, sauber mit Verträgen und so. Und ich habe ja, wie ich bei Moritz letzte war, schon einen Whisky dabei gehabt. Da haben wir ein bisschen schon probiert. Und diesmal machen wir eine etwas größere Verkostung. Und ich habe hier noch diesen Terence Hill Whisky bei mir mit 46%. Das ist die milde Variante. Den gibt es auch noch in rauchig. Muss aber dazu sagen, ich habe den rauchigen probiert bei der Führung. Oder so einen rauchigen Whisky. Das ist leider gar nicht mein Geschmack. Bleibt da lieber beim Klassischen. Ich muss auch sagen, durch diese Führung bin ich auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen und habe ich mich da auch eingedeckt mit diesen wunderbaren Flaschen. Und man sieht schon hier von der Optik her, vom Etikett her halt Western-Style natürlich. Es ist farblich jetzt nicht kunterbunt, sondern schlicht gehalten. Auch die Flasche hat eine, wie ich finde, sehr schlichte, aber schöne Form. Kann man sich natürlich sofort daran erinnern. Bud und Terence in Filmen hier. Der Flasche so in der Hand und gleich so weggekippt. Auf der Rückseite hat man so ein paar nette Worte zum Terence Hill und das sieht man auch, ich hoffe, man kann es erkennen, dass es halt lizenziert ist. Das ist jetzt eine Abfüllung von 2021 aus dem Batch 01, also aus der ersten Abfüllung quasi. 700 Milliliter sind übrigens drin. Die Flasche ist auch noch original verschlossen. Die gab es auch oder gibt es auch mit Bud Spencer drauf. Die ist aber wie gesagt schon leer. Und ich will euch jetzt keine leere Flasche ins Bild halten. Aber wie gesagt, ich freue mich drauf, wie der schmeckt. Ich gehe mal davon aus, der wird geschmacklich so zu 99% das gleiche sein wie der vom Bud Spencer. Nur dass halt einfach Terence Hill drauf ist. Und man sieht es auch an der Farbe her schön gelblich. Also da freue ich mich sehr drauf. Dann habe ich das, was ich noch gar nicht probiert habe. Da bin ich auch sehr gespannt. Mit Bud Spencer drauf. Das Feuerwasser. Das ist ein Chili-Zimt-Likör mit 33%. Also gleiche Flasche. Das Etikett rötlich. Aber auch hier sieht man, auf der Rückseite ist es lizenziert. Also, dass alles seine Ordnung hat. Auch hier ein paar Worte zu Bud Spencer, zu seinen Rollen in den Western-Filmen. Also, diese ganzen Whiskys. Oder diese ganzen Spirituosen beziehen sich immer auf die Western der beiden. Bin ich mal gespannt, geschmacklich in welche Richtung. Also natürlich, jeder weiß, wie Chili schmeckt, jeder weiß, wie Zimt schmeckt. Aber so die Kombination aus dieser Süße und dieser Schärfe bin ich sehr gespannt. Die Farbe finde ich auch sehr interessant. Es ist so ein schönes, also kein kräftiges Rot, also nicht Weinrot, aber es ist ein schöner Rotton.
Habe ich sehr, sehr viel Lust drauf. Ich werde auch mir irgendwann die nächsten Monate nochmal, wenn wir dann probiert haben, jede Flasche dann auch nochmal zulegen. Einfach fürs Regal zum Reinstellen als Dekoration, aber auch einfach zum, ja, ich will jetzt einfach mal sagen, zum Sammeln. Und wie gesagt, wenn es gut schmeckt, vielleicht sind die in 10 Jahren nochmal ein Ticken besser. Ich lasse mich da gerne natürlich überraschen. Übrigens, so eine Flasche kostet irgendwie um die 40 Euro, glaube ich. Also ist auch, wie ich finde, ein guter Preis. Vor allem ist es halt ein deutsches Produkt. Und wie gesagt, wenn man sich die Destillerei mal angesehen hat, mit wie viel Liebe und Detailarbeit da gearbeitet wird, also ich kann es euch wirklich empfehlen, wenn ihr in der Gegend seid, macht so eine Führung mit. Wie gesagt, kostet um die 20 Euro. Man kriegt aber dafür noch so ein kleines Gläschen mit, also ein kleines Schnapsgläschen. In einem sehr wertigen Look. Und wie gesagt, man darf da, glaube ich, so 6, 7 Whiskys probieren. Man darf natürlich auch, wenn man sagt, ich möchte mal einen kleinen Schluck haben, kriegt man natürlich auch einen zweiten Schluck. Also man ist auf jeden Fall danach, das muss ich gleich dazu sagen, schon leicht. Also natürlich, wenn jemand regelmäßig was trinkt, der wird sagen, okay, das ist alles in Ordnung. Aber wenn jemand jetzt vielleicht nicht so viel trinkt, der wird danach schon merken, holla die Waldfee, so kleine Schlückchen können auch schon ganz schön reinhauen. Also wie gesagt, kann ich euch empfehlen. Und als letztes habe ich noch auch wieder mit Clarence Hill, der Hero. Der nennt sich Voll auf die Nuss. Das ist ein Haselnusslikör. Ist auch der schwächste in der Runde mit 21%. Braunes Etikett, braune Rückseite, braune Flüssigkeit. Also man sieht schon die Etikettenfarbe richtet sich immer auch nach der Farbe des Getränks. Was ich natürlich schön finde, auch hier wieder gleiche Flasche, gleiche Form. Das muss ich aber allgemein, also ich habe es ja vorhin schon mal kurz angeschaut, ich finde die Flaschenform wirklich schön. Das macht auch, auch wenn es simpel ist, wie ich finde, einen sehr edlen Eindruck, auch mit den Etiketten, die jetzt auch von der Oberfläche immer so drüber fast, jetzt nicht irgendwie so glänzend sind. Also es ist auf jeden Fall matt. Einzige, was glänzt, ist diese Schrift hier, also das Terence Hill glänzt, das der Hero glänzt, das Voll auf die Nuss glänzt. Aber so von der Oberfläche hier ist es halt ein matter Aufkleber, der jetzt auch nicht irgendwie mit Plastik überzogen ist. Also wenn ich jetzt theoretisch hier kratzen würde, könnte ich quasi den hier die Farbe abkratzen. Also das finde ich schon mal cool. Es ist natürlich ein Holzkorken bei allen Flaschen mit dabei, das ist natürlich eh klar. Das ist natürlich bei in so einem edlen Segment natürlich Standard. Und also ich bin mir auch sicher, dass diese Flaschen oder diese Whiskys so in 10, 15 Jahren sicherlich auch im Wert steigen. Also es ist ja auch so, wenn man sich so ein bisschen mit den St. Kilian-Sachen ein bisschen in Verbindung, also ein bisschen auseinandersetzt. Die haben ja einmal im Jahr so eine große Abfüllung. Die wird ganz einfach betitelt mit Nummer 1 bis, glaube ich, jetzt sitzt bei Nummer 10, glaube ich. Dass die erste Abfüllung teilweise schon ein Vielfaches vom damaligen Preis gehandelt wird. Also gehe ich mal davon aus, dass auch diese Sachen, gerade wenn es aus den ersten Abfüllungen stammen, dass die natürlich einen gewissen Wert auch irgendwann haben. Also mir geht es jetzt weniger um den Wert. Ich werde es mir überall nochmal sammeln oder mir nochmal zulegen, aber einfach, dass man es im Regal stellt und dass man vielleicht wirklich in 10 Jahren, wenn irgendein tolles Jubiläum oder irgendwas ansteht, dass man einfach darauf anstoßen kann. Und wie gesagt, ich werde es mit Moritz alle probieren. Wir werden sicherlich auch, wenn er da ist, einen kleinen Vlog oder einen kleinen Podcast auch machen. Da kann er dann oder können wir euch dann so über unsere Erfahrungen mit diesen Getränken Auskunft geben. Genau. Dann habe ich noch eins. Also quasi das jetzt zum eher die Spielwerte, wobei es aber gar nicht zum Spielen ist, sondern eher halt zum Anschauen. Habe ich jetzt ganz, beziehungsweise habe jetzt die Tage eine E-Mail bekommen, dass ein Artikel jetzt verfügbar ist, wo ich mir vor paar 10 Wochen oder so mich auf die Benachrichtigungsliste gesetzt habe. Ich fange natürlich erstmal, ich würde euch ja auf die Folter spannen, mit dem Karton an. Es geht um Bluebricks. Bluebricks ist eine deutsche Firma oder ein deutsches Unternehmen, die Klemmbausteine verkaufen. Die sind noch relativ neu auf dem Markt. Ist quasi ein Alternativprodukt zu Lego. Also Lego ist ja, glaube jeder von euch kennt Lego.
Und ich habe ja auch schon mal einen extra Podcast ja schon mal erwähnt, dass ich auch so ein kleines Faible für Klemmbausteine habe. Und bin auch bei Bluebrick schon seit 2 Jahren etwa Kunde. Und wie gesagt, bringen so viele tolle Sachen immer wieder raus. Und jetzt, wie gesagt, habe ich vor ein paar Wochen gesehen, ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, dass die jetzt einen roten Buggy mit gelbem Dach im Programm oder dass die jetzt kommen sollte. Also, ich glaube, wenn man sich das anguckt, jeder weiß, aus welchem Film das ist: zwei wie Pech und Schwefel. Das ist jetzt ein Autochen. Das sind 712 Steinchen, also 712 Teile. Also, wie ich gekauft habe, also aktueller Preis sind 35 Euro. Natürlich jetzt für die Sammler unter euch, der Karton ist natürlich so ein brauner, schlichter Karton. Also glaube ich, also zum Design nicht viel. Und das einzige, ich sag mal, Nennenswerte ist halt, wie gesagt, dieser Aufkleber mit Bild, mit der Teilezahl und der Artikelnummer. Also dieser Buggy hat bei Bluebricks die Nummer 105782. Und es ist ein Bluebricks Special. Das bedeutet bei Bluebricks, kurz zur Erklärung, wenn ihr euch sowas kauft, in diesem schicken Karton, es gibt dazu keine Papieranleitung, sondern die gibt es nur als PDF. Das heißt, sobald ihr euch bei Bluebricks ein Kundenkonto angelegt habt, könnt ihr die Anleitung ganz einfach kostenlos herunterladen auf dem Laptop, auf dem Tablet und so und könnt dann quasi neben oder mit diesen elektronischen Hilfsmitteln euer Ding zusammenkloppen. Was noch bei Bluebricks noch wichtig ist, also gerade für jemanden, der vielleicht jetzt mit, ich sage jetzt mal, Klemmbausteinen oder mit allgemein diesem Thema auch Lego wenig Erfahrung hat oder der eigentlich nur Lego kennt, du hast zwar hier verschiedene Tüten drin, aber die sind jetzt nicht irgendwie nach Nummern sortiert. Also wenn ihr Lego kennt, wisst ihr, es ist Tütchen mit 1 bis, was weiß ich, 5, 6, 7, 8, 9. Und jedes Tütchen quasi ist auch in der Anleitung beschrieben. Quasi, du fängst vorne an, brauchst quasi Tütchen 1 oder Tütchen 1 bis 3. Und hier hast du halt, also in dem Fall glaube ich, waren es 10 oder 12 Tütchen, halt unnummeriert. Also man muss quasi, wenn du so ein Bluebrick Special hast, alle Tüten aufreißen, am besten dir so kleine Schälchen machen. Wo du halt quasi die Tüten reinfüllst. Am besten natürlich in einer Farbe, die nicht die gleiche Farbe wie die Steine hat, dass man es auch ein bisschen finden kann. Und dann fängt man halt quasi mit der Bauanleitung halt an, sich die Teile rauszusuchen. Natürlich ist es, wenn du jetzt, natürlich jetzt bei dem Fall, das sind jetzt 700 Teile, geht es noch, aber es gibt ja bei Bluebricks Set mit 2.000, 3.000 Teilen. Da haben sie aber, glaube ich, mittlerweile teilweise auch schon Bauschrittunterteilungen, also dass die Tüten grob sortiert sind. Aber ansonsten, wie gesagt, hast du halt einen riesen Haufen. Ich werde dazu auch noch auf Instagram oder habe, wenn das Ding hochgeladen ist, auf Instagram schon einen kleinen Beitrag gemacht, wo man es ein bisschen sieht. Du hast ja, wie gesagt, so einen, sag mal, Haufen Steine. Und dann fängst halt wildes Bauen drauf an. Was natürlich auch schön ist bei Bluebricks, bevor dass ich jetzt dann euch das Modell natürlich zeige, in diesen Kartons, also dieser Karton hier, der ist quasi bis fast oder ziemlich oben hin voll. Also da wird wirklich keine Luft oder Platz verschwendet, sondern wenn dieser Karton dieses Format hat, das sind jetzt ungefähr 30 auf 30 cm, ist halt voll mit Steinen. Ja, ist natürlich bei Lego ein bisschen anders, da ist halt also bloß die Hälfte der Schachtel voll. Hier ist es wirklich ganz voll. Und ihr werdet sich wundern, man hat hier die Schachtel und redet von einem Modell. Also dieser Set hier, ich glaube die Person, wenn sie denn zuguckt, gehe ich mal natürlich schwer von aus. Glaube ich, kann es erahnen, für wen oder dass es für diese Person ist. Ist natürlich jetzt vielleicht schon ein kleiner Spoiler, aber ich wollte euch einfach den Karton zeigen. Und diese Person hat jetzt dann auch heuer noch Geburtstag. Und dann habe ich dann gleich ein schönes Geschenk für diese Person. Und da wird sie sich bestimmt freuen, ob es natürlich dann. Was ich auch freuen würde über diesen Haufen Teile, werden wir sehen. Aber ich bin mir sicher, wenn man sowas zusammenbaut, also war es bei mir zumindest so, da war die Freude riesengroß. Und jetzt zeige ich euch natürlich das wunderbare Stück. Diesen wunderschönen roten Buggy mit gelbem Verdeck oder gelbem Häubchen, wie es der Terence so schön ausdrückt. Und das ist ja auch,
Als sie mit diesem Gangsterboss reden, natürlich die wichtigste Anforderung: Es muss rot sein mit gelben Häubchen. Und das, wie gesagt, haben wir hier. Sieht auch, ist auch von der Größe her schön, passt schön ins Regal rein. Ich habe extra so ein Wandboard bei mir vorbereitet, wo ich das Ding draufstelle, dass es quasi besser wirken kann. Also nochmal von der Rückseite, natürlich mit dem Rohr hinten, vorne natürlich mit den Lichtern, oben mit den Scheinwerfern, natürlich mit diesen schönen geilen Rädern. Ist ein wirklich schönes Modell, natürlich auch noch von unten, dass ihr es gesehen habt. Und also man sieht auch schon, wenn man sich das ansieht, von den Farben her, du hast quasi eigentlich nur vier Farben, fünf Farben. Gelb, Rot, Weiß, Schwarz und Grau. Bei Lego kann es euch passieren, also diejenigen, die Lego vielleicht schon mal gebaut haben, wissen das, da kann auch mal Türkis drin sein, Lila, Azur. Das hast du halt bei Bluebricks gar nicht. Also das finde ich halt auch so schön, dass du theoretisch das Ding auseinanderbauen kannst und hast dann einfach sehr viele rote Teile, sehr relativ viele weiße Teile, ein bisschen schwarz. Und du hast halt sonst keine anderen Farben. Also man kann das Ding auch theoretisch noch ein bisschen umbauen. Aber es ist halt einfach ein cooles Teil. Was, also muss ich gleich dazu sagen, es ist kein lizenziertes Produkt. Das heißt, im Film, also jeder, der zwei Pech und Jimmy kennt, weiß natürlich, es ist ein Puma, also ein Puma-Strandbuggy. Und das ist natürlich, weil es keine Lizenz ist, fehlt halt hier dieses Aufschrift Puma. Also es sind auch keine Aufkleber dabei, es sind keine bedruckten Teile dabei. Das heißt, man hat hier wirklich ein neutrales Strandbuggy. Natürlich, jeder Bud und Terrence-Fan weiß natürlich, dass das ist aus dem Film ist. Ist natürlich die Frage, hätte man es lizenziert, wäre es vielleicht noch ein bisschen detailreicher. Also, klar, es hat zwei, drei Details, die quasi nicht eins zu eins wie aus dem Film sind, wie zum Beispiel das Rohr hinten. Das ist ja im Film eher Silber oder Silberfarben oder Silber oder Chrom, sage ich jetzt mal. Und hier ist es halt schwarz. Da merkst du halt, das ist war vielleicht sicherlich auch, weil es einfach nicht lizenziert ist, dass einfach dieses wirklich prägnante Merkmal mit dem silbernen Auspuff, dass man das nicht machen durfte. Natürlich an vielleicht von der Form her, an zwei, drei Stellen ist es vielleicht ein bisschen kantiger als das Original. Aber trotzdem, wie gesagt, wenn man drauf guckt, ist es deutlich zu erkennen, der Strandbuggy aus diesem wunderbaren Film, Anfang der 70er Jahre. Das Modell hat aber dennoch ein, zwei Sachen, die ich anders hätte gelöst, beziehungsweise die ich ein bisschen problematisch finde. Das ist zum einen hier vorne, links und rechts, die Kotflügel. Die sitzen halt nur, wenn man es hier, ich möchte es nicht auseinandernehmen, die sind halt eigentlich nur hier auf vier Noppen oder so festgemacht und vorne quasi frei. Also es wäre natürlich cool gewesen, wenn einfach hier noch eine Verbindung zur Motorhaube ist. Also die Motorhaube selber kann man auch nicht aufmachen, die ist fest. Also wie gesagt, da hätte ich mir gewünscht, dass man das vielleicht ein bisschen stabiler baut. Das gerade, weil das halt nicht der letzte Bautabschnitt ist, sondern man baut das und baut dann noch irgendwann am Dach rum. Es fällt halt immer mal wieder gerne ab. Also wie gesagt, das ist ein bisschen problematisch. Und was ich noch sehr problematisch finde, ist die Befestigung. Wobei es natürlich, ich sage jetzt mal, zweischneidig ist, ist das von diesem gelben Dach hier, also von dieser Aufnahme hier, die ist laut Bauanleitung nur an vier Noppen festgemacht. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, also wir alle, die ein bisschen da Ahnung haben, dass das Dach halt natürlich mit vier Noppen, das ist ein Riesendach, das, und es ist ja auch hier vorne nicht befestigt. Das liegt hier quasi, also diesen Bügel hier, diesen grauen, der ist verstellbar, also es liegt hier nicht, ist ja nicht fest, sondern es liegt nur auf. Jetzt sind natürlich diese vier Noppen ein bisschen wenig. Aber wie gesagt, ich kann es in der Hinsicht verstehen. Es gibt vielleicht Leute, die stellen sich das Ding ohne Dach hin. Also das Dach selber kann man auch nochmal aufklappen. Das hat hier quasi so Biege, also Bricks nennen sich die in Fachjargon. Oder Hingeplates, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kann man das hier quasi öffnen und schließen. Soll quasi ein bisschen nachahmen, dass es eine Art Cabrio ist.
Und wie gesagt, es gibt Leute, die stellen sich das Ding halt ohne Dach hin und unterm Dach quasi, ich möchte es so lassen, wie es ist, weil ich habe jetzt das Ding, muss ich gleich dazu sagen, eigenständig ein bisschen umgebaut, damit einfach das Dach besser hält. Und da ist halt quasi, sieht man halt den Motor, der ist auch gebaut aus wunderschönen, auch, ich sage jetzt mal, chromartigen Teilen, also die glänzen. Das finde ich natürlich cool, dass man da jetzt nicht auf ein normales Grau geht, sondern dass man da wirklich verchromte Teile nimmt. Man kann es auch so von unten ein bisschen erkennen, den Motor. Und wie gesagt, es ist an 4 Noppen befestigt. Ich habe jetzt da, wie gesagt, ein bisschen umgebaut, habe quasi, also diese glatten Teile nennen sich Fliesen. Die habe ich jetzt zwei, drei rausgenommen und habe die quasi durch normale Plates, so heißen die, das ist quasi so ein Teil, wo einfach oben Noppen hat, ersetzt, sodass jetzt dieses Dach auf, glaube ich, 10 oder 12 Noppen sitzt. Das ist natürlich bedeutend fester jetzt. Da wackelt auch nichts mehr. Also wie gesagt, da hätte ich mir gewünscht, dass man da in der Verpackung einfach die Teile, die ich jetzt da quasi aus meinem eigenen Fundus, also ich muss dazu sagen, ich habe mal vor letztes Jahr so eine große Kiste mit so einem Konvolut Lego gekauft, also sind Lego-Steine, also bunt gemischt, alles Mögliche drin. Und wie gesagt, da habe ich jetzt einfach hier rausgenommen, 4 Fliesen waren es. Also 4 Zweierfliesen, also die, wo eigentlich 2 Noppen hätten, habe das, wie gesagt, durch eigene Teile ersetzt. Natürlich haben die ein bisschen anderes Rot als Blubricks. Das ist natürlich klar. Aber man sieht es ja nicht, weil das Dach drauf ist. Wie gesagt, ist das Dach besser halt. Und wie gesagt, da hätte ich mir gewünscht, dass man in der Bauanleitung oder in der Verpackung einfach die Teile beilegt und einfach, wenn man das hier das hintere Teil baut, dass man da einfach zwei, sag mal, Varianten sag mal, den Fan oder dem Aufbauer gibt, dass man sagt, okay, einmal gib mir dir die Möglichkeit, das so zu bauen, dass das Dach fest ist, dass du einfach mehr Noppen verbaust, dass es besser sitzt, oder du baust es halt wirklich so, wie es jetzt quasi jetzt ist, mit bloß mit den 4 Noppen, dass man das Dach abnehmen kann. Und wie gesagt, man legt einfach diese 4 Teile bei. Das sind ja wirklich Centbeträge. Und dann hätte man halt aus diesen 34, 95, 35 glatt gemacht und hätte man, wie gesagt, diese 4 Teile beilegen können. Das, wie gesagt, wäre mein Wunsch gewesen. Und auch, ich hoffe, man kann es erkennen, die Sitze, die da drin sind, diese weißen, die sind halt auch nur, also auf der Grund oder auf dem Chassis, auch nur mit 2 Noppen festgemacht, wobei aber der Platz wäre für mehr. Jetzt hast du das Problem, dass die Rückenlehne, die ist quasi auch verstellbar. Ich möchte jetzt bloß nicht zu so viel rumspielen, weil das Problem ist, diese Rückenlehne ist quasi mit dem Sitzteil verbunden und dieses Sitzteil, wie gesagt, sitzt auf 2 Noppen. Jetzt, wenn man da zu viel hin und her spielt, dann geht immer die Rückenlehne ab. Also, wie gesagt, auch hier hätte ich mir gewünscht, dass man da einfach von der Konstruktion her einfach vier, also das ist eine Dreier, also eine 6 Noppen. Fliese ist es, also das heißt, man hätte 6 Noppen drunter Platz zum draufsetzen. Also hätte ich mir auch gewünscht, dass man da die vollen 6 Noppen ausnutzt, dass das Ding einfach hält, dass man da auch wirklich mal rumspielen kann. Aber ansonsten sind das schön gestaltete, gebaute Sitze. Es ist ein Lenkrad mit drin, es ist ein Schalthebel mit drin. Dieses Armaturenbrett ist halt nur angedeutet mit so runden Fliesen. Aber wie gesagt, für das, wie gesagt, dass es kein Lizenzprodukt ist, wie gesagt, dass natürlich da man gewisse Sachen halt nicht reinbauen durfte, ist es trotzdem ein cooles Teil. Es ist auch, wie gesagt, von der Größe her ganz schön. Und wie gesagt, es ist trotzdem, bin ich hellauf begeistert, einfach von den vielen Details, die man hier sieht, mit denen man sofort halt an den Film erinnert wird. Also ich habe, als ich das Ding dann fertig stehen hatte, natürlich gleich wieder gefühlt 1000 Szenen des Films im Kopf. Es ist auch eine Rückbank übrigens noch mit drin. Natürlich hast du innen drin ein paar Sachen, die ja halt jetzt noppig sind, wo ich mir denke, okay, dann hätte man vielleicht noch hier zwei Viererfliesen reinmachen können. Also vielleicht insgesamt mit diesen Teilen für da hinten 10 Teile mehr. Dann machst du halt 50 Cent Preis mehr. Und wie gesagt, lässt halt. Man kann es halt noch sauber ausfließen. Aber das sind wirklich persönliche Meinungen von mir. Das ist, sag ich mal, Meckern auf hohem Niveau. Wie gesagt, ich finde das Modell richtig cool.
Wie gesagt, auch für den Preis richtig cool. Ich schätze mal, sowas würde bei Lego, da bist du locker beim 100er, würde ich jetzt mal sagen. Und du hättest aber die ganzen Fehlfarben mit drinnen. Und vielleicht noch schäbige Aufkleber. Also deshalb bin ich da wirklich sehr zufrieden. Und wollte euch einfach gezeigt haben, also wenn ihr Bud und Terrence Fan seid und ihr möchtet oder ihr mögt zwei wie Pech und Schwefel und ihr habt schon lange mal so nach einem coolen Strandbuggy gesucht, der auch in einem bezahlbaren Rahmen ist. Also ich bin mir sicher, sowas gibt es auch für etwas bestimmt für teureres Geld, vielleicht auch kleiner, eher im Modell. Natürlich wird es im Modell vielleicht, also bestimmt noch näher am Original sein, natürlich vielleicht auch dann mit den entsprechenden Aufklebern oder Bedruckungen. Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet einfach für einen günstigen Preis was haben, ihr möchtet es vor allem selber aufbauen, also auch quasi das so miterleben, wenn quasi unten die, wenn man quasi es unten hier baut, das Grundgerüst und dann wird quasi, dann kommt langsam die Motorhaube, dann kommen quasi die Sitze rein, dann wird der Motor gebaut. Also da hast du halt dann schon auch so ein Erfolgserlebnis. Also ich habe jetzt an dem ganzen Ding, glaube ich, 3 Stunden oder so gebaut. Natürlich, wenn es jetzt sortiert wird, ist es vielleicht eine halbe Stunde kürzer, weil so suchst du halt doch manchmal einen Teil, eine halbe Minute oder so. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr glücklich, wollte es euch gezeigt haben, wollte euch einfach das mit auf den Weg geben. Ich werde es vielleicht sicherlich auch unter dem Video verlinken. Wie gesagt, ich bekomme, also wenn ihr das euch bestellt, ich bekomme da nichts, aber ich wollte es euch einfach gezeigt haben, dass ihr, wenn ihr schon auf der Suche seid, das jetzt bestellen könnt, euch nach Hause schicken könnt, bauen dürft und euch das dann quasi anschauen könnt und einfach natürlich Spaß habt. Und wäre natürlich das i-Tüpfelchen natürlich gewesen, wenn Bud und Terrence hier noch als Figuren dabei gewesen wären oder wenn es, vielleicht gibt es auch irgendwann mal so Figuren in der Größe, die da reinpassen, diese Actionfiguren oder diese, ja, ich sage jetzt Actionfiguren, die es ja auf dem Markt gibt, von, wie heißt die Firma, Playtiv, nein, der Playtiv ist es nicht, Okidoki, jetzt habe ich es, die sind natürlich zu groß, die passen da nicht rein, aber das kann man sich schön daneben hinstellen. Ich hoffe natürlich, dass es auch von den Figuren nochmal neu geben wird, also bis jetzt gibt es ja die zwei Western, also die Western-Ausführung und die zwei außer Rand und Band, also der Kirby und der Walsh. Natürlich wäre es cool, wenn es so zwei wie Pech und Schwefel noch die Figur, also wenn es zu jedem Film die Figur natürlich gibt, da sind die jedes Mal kultig. Genau, aber da müssen wir auf die Zukunft warten. Ich hoffe natürlich, dass es vielleicht auch irgendwann mal diesen Buggy nochmal als Lizenz-Buggy mit Puma-Lizenz gibt. Hoffentlich nicht von Lego, sondern vielleicht auch von Blue Bricks, weil man sich dann sicher sein kann, dass die wirklich da Liebe reinstecken, dass dann auch keine Fehlfarben drin sind, dass dann auch, und dann werde ich mir den auf jeden Fall kaufen. Und wie gesagt, der kommt jetzt wieder ins Regal und wie gesagt, den wird eine gewisse Person zum Geburtstag bekommen. Genau, dann habe ich euch, glaube ich, jetzt alles wieder mal gezeigt, was so mein Herz die Tage höher schlagen hat, schlagen lassen. Wenn jetzt das Video hochkommt, ich weiß nicht, ob es Montag, vielleicht wird es Montag, dann war ich bei der Dark Girl nochmal in Türkheim beim Screening, habe dann hoffentlich auch mein signiertes Poster bekommen, noch vielleicht zwei, drei Fotos mit der Crew, also mit der Marina und mit dem Enrico, auch mit der Tamara, die ist ja auch vor Ort, da bin ich natürlich, würde ich mich schon freuen, wenn ich da auch ein kleines Foto abstauben könnte. Als vielleicht nochmal als Team oder vielleicht auch Einzelfotos. Und wie gesagt, dann freue ich mich, wenn ihr vielleicht jetzt da was entdeckt habt als Bud und Terrence Fans. Und freue mich natürlich, wenn jetzt dann Moritz aufschlägt am Bahnhof. Und freue mich natürlich auch auf das Konzert. Auch wenn es, wie gesagt, vielleicht bis unter anderen Umständen jetzt stattfindet, als man noch vor 14 Tagen gedacht hätte. Und wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Haltet die Ohren steif, auch wenn es natürlich draußen schön ist. Kino lohnt sich natürlich immer, das wisst ihr ja. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere auch ein Abo mal da lässt, vielleicht auch bei Instagram. Da bin ich zwar zurzeit nicht jeden Tag zu 100% aktiv, habe ich aber auch
schon mehrfach in anderen Podcasts schon erwähnt, dass jetzt einfach durch die Sommermonate dass einfach die Priorität jetzt ein bisschen anders sind, dass man mal auch zu Hause ein paar Dinge erledigen muss, im Garten oder jetzt im Haus, dass ich da einfach jetzt nicht jeden Tag irgendwie eine Review machen kann und dass ich jetzt auch kinotechnisch vielleicht jetzt nicht in der Woche drei, viermal bin, sondern vielleicht nur ein, zweimal. Wie gesagt, es wird dann, schätze ich mal, so ab Spätsommer wieder sich natürlich ändern, wenn dann wenn ich einfach die Zeit wieder dazu habe, auch wenn es dann bei mir in der Arbeit mal nicht mehr ganz so stressig ist. Da wird es auch wieder, ich wieder ein bisschen aktiver sein, da wird es auch mit dem Podcast dann wieder regelmäßiger sein. Und wie gesagt, bis dahin einfach haltet die Ohren steif, bleibt gesund, genießt das Wetter und nochmal vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.